Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Als erstes muss ich wieder ein dickes Dankeschön loswerden. Ihr habt mich so sehr überschüttet mit Liebe und Herzen und Kommentaren und Likes und allem Möglichen. Danke natürlich an Ella, dass du diesen Aufruf gestartet hast. Falls ihr es nicht gesehen habt, Ella hat am Sonntag statt eines Kaffeeklatsches einen Livestream hochgeladen, den ich euch natürlich gerne oben hinter dem i und unten in der Infobox verlinke. Und am Ende hat sie ja eine schöne Idee aufgegriffen namens, ich will jetzt einfach mal so Hashtag Share the Love, und die Liebe sollte an mich gehen, und so viele von euch sind ihr gefolgt. Ich fühle mich jetzt fast schon ein bisschen schlecht, dass ich euch mit meinem Video heute am Dienstag, ich drehe am Montag, dem Tag danach, nur mit einem Aufgebraucht-Video komme, aber das war der Plan, und da ich für den Februar schon vorbereite, konnte ich jetzt so schnell auch leider nichts Großes aus dem Ärmel zaubern. Deswegen nur ein dickes, fettes Dankeschön an euch, wirklich. Es hat mich so gefreut, es hat mich einfach durch den Tag gebracht. Ich war gerade im Fitnessstudio, als ich es entdeckt habe, und war eigentlich mega unmotiviert. Und ja, nachdem ich die unendlich vielen Kommentare gesehen habe, war ich so, ja, ich schaffe das jetzt, ich mache ein richtig cooles Workout und hatte wirklich super viel Energie. Und jetzt fange ich an zu labern oder laber schon ewig, und für alle, die es nicht mitbekommen haben, die denken sich jetzt bestimmt so, mein Gott, was hat sie eigentlich? Wir warten auf die aufgebrauchten Sachen, und ich würde sagen, damit fangen wir jetzt auch einfach an. Für alle, die schon länger dabei sind, die wissen, wie bei mir aufgebraucht funktioniert. Deswegen legen wir los. Ich fange an mal wieder mit den Deos. Und zwar wisst ihr ja, dass ich auf der Suche bin, immer noch nach dem perfekten Deo. Ich habe mich wieder zu dem Nivea ohne Aluminium Roller hinreißen lassen. Diesmal in der Duftrichtung Fresh Flower. Den Duft fand ich sehr schön. Er ist pink, so wie die Blume auf der Flasche. Allerdings schützt dieses Deo nicht besonders zuverlässig. Aber es ist halt einfach super mild zu den Achseln und doch noch ein bisschen besser als das CD-Deo, was ich euch das letzte Mal gezeigt habe. Dazu kommt das genaue Gegenteil, nämlich ein Deo von Hydrofugal. Ich dachte immer, das heißt Hydrofugal, aber es heißt Hydrofugal. Das ist so ein Spray-Deo in der Variante Classic starker Schutz. Das tut dieses Deo wirklich stark schützen. Es riecht nach nichts, aber man merkt förmlich, wie einem alle Flüssigkeit aus den Achselhöhlen gesogen wird. Also das nutze ich wirklich nur, wenn ich einen sehr, sehr aufregenden Tag vor mir habe und ich nicht mit Schweißflecken in der Gegend rumlaufen möchte. Und was kommt als nächstes? Es geht weiter mit den Düften. Ich weiß auch nicht, wie das passieren kann, aber in meinen Aufgebraucht-Videos ist eigentlich immer ein Duft dabei. Diesmal ist es von Bench, die 24 Hour Life for Her Remixed Variante. Ich glaube, ein ganz klein bisschen ist noch drin. Ich sprühe mich mal ein. Das ist ein Eau de Parfum, und es riecht fast schon so ein bisschen pfeffrig nach rosa Pfeffer. Wenn ich einen neuen Duft anfange, dann sage ich, egal wie, ich kämpfe mich jetzt da durch. Das war nichts, wo ich mich durchkämpfen musste. Ich nachkaufen würde ich es aber trotzdem nicht, weil der Duft nicht ganz so meins ist. Ich mag es eher ein bisschen pudrig. Nächster bitte! Als nächstes habe ich ein Schauergel im Pumpspender von der Marke The Handmade Soap. Ich habe vorhin nochmal drauf geguckt, das ist tatsächlich eine Seife aus Irland. Es ist ein, es tropft. Es ist ein Schauergel, das nach Ingwer riecht. Ich habe den ersten Pumpstoß genommen und dachte so, das ist aber gewöhnungsbedürftig, weil es wirklich nach Ingwer riecht. Dadurch ist es aber sehr erfrischend. Es kann sein, dass ich mir das nur einbilde, weil ich einfach mit Ingwer so einen frischen Kick verbinde. Ich habe es aufgebraucht und ich finde den Pumpspender so cool. Die Flasche ist einfach schick und süß, und ich finde es mega praktisch, wenn man in der Dusche so einen Pumpspender hat zum Duschen. Deswegen habe ich mir da einfach ein neues Schauergel, ein neues Duschgel eingefüllt und verwende den Pumpspender weiter. Und ich glaube, es kommt noch einmal ein Pflegeprodukt. Und zwar diese wunderbar strahlende Flasche in Zitronengelb von Roger und Gallet, würde ich mal sagen, heißt das. Das ist eine Pariser Marke. Da habe ich die gesamte Reihe zugeschickt bekommen. Ein Duschgel, das ich leider im Fitnessclub habe stehen lassen an irgendeinem Zeitpunkt. Und dann diese Körpermilch und ein Duft auch. Das nehme ich alles mit zum Sport, weil es einfach ein super Spa-Feeling gibt. Das hat so einen Geruch, den ich mit Spa verbinde, und ja, ich weiß nicht, wenn ich da aus der Dusche steige,
fühle ich mich super entspannt und gepflegt. Und ja, das Einzige, was ich zu dieser Bodylotion sagen muss, ist, dass da so ein klein bisschen Glitter drin ist. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich das überhaupt festgestellt habe, weil ich das so an den Fingern hatte und dachte, woher kommt denn dieser Glitzer? Das Glitzer ist aber sehr zurückhaltend. Habe ich sehr genossen und ich hoffe, ich bekomme nochmal eine weitere Variante zum Ausprobieren. Eines meiner liebsten Produkte kommt als nächstes. Und zwar, den habt ihr schon überall gesehen, in meinen Make-up-Tutorials, in meinen Wellness-Pflegeroutinen habe ich das, glaube ich, auch gezeigt. Das ist aus dem Body Shop der Vitamin E Face Mist. Das ist jetzt der richtige Artikel. Ich habe es heute mit den Artikeln. Ja, den mag ich super gerne. Ich benutze den zum Fliegen anstatt Rosenwasser oder dieses Produkt mit Vitamin E. Es ist super erfrischend und auch gut, um das Make-up zu fixieren. Und wenn ihr eine sehr matte Foundation habt oder euch abgepudert habt, damit kriegt ihr den Glow zurück. Sehr zu empfehlen. Und nächster. Wieder zwei Produkte, denn es sind zwei Lippenpflegeprodukte. Einmal die Mary Kay Satin Lips Shea Butter. Das ist ein Lip Balm, der sehr, sehr reichhaltig ist. Fand ich ganz gut, aber besser gefallen hat mir von La Vera der Beauty and Care Mood Lippenpflegestift. Der hat so ein bisschen Farbe und ja, pflegt die Lippen sehr schön. Ist eine schöne Variante zum Winter, auch wenn ich meinen Weleda Lippenpflegestift noch lieber mag. Das ist eine gute und, glaube ich, etwas günstigere Variante, wenn ihr noch nach einer guten Lippenpflege für den Winter sucht. Und jetzt habe ich einmal einen Kajal und zwar aus der Contour & Glide Serie von Trendedab. Die kann ich super empfehlen. Ich mag sowohl die Lip Liner total gerne, die ich, wie ihr wisst, eigentlich anstatt Lippenstift verwende, weil die relativ cremig sind und gut im Auftrag und super günstig. Aber auch diesen Kajalstift, das ist so ein schimmeriges Braun und sehr leer, habe ich sehr, sehr gerne gemocht, wenn man jetzt keinen richtig feinen Lidstrich möchte, sondern einen, den man so ein bisschen verblenden kann, der so ein bisschen was Rauchiges hat. Finde ich den super cool. Den habe ich auch im Grau. Die Variante mag ich auch sehr gerne. Für einen alltäglichen Look kann ich euch diese Kajalstifte von Trendedab sehr ans Herz legen. Die sind einfach gut. Und noch etwas. Ja, das sieht sehr basic aus. Das habt ihr bestimmt auch schon in einigen meiner Make-up-Tutorials gesehen. Von Ellie's Face. Erstmal diese Verpackung. Können wir uns einen Moment dafür nehmen. Sieht aus wie ein Stift. Ich krieg's nicht auf. Ist allerdings eine Mascara, die ich jetzt nicht aufbekomme. Mit allen Händen und Füßen habe ich es probiert. Es geht nicht. Ich habe sogar einen Zahnabdruck in dem Deckel hinterlassen. Ich dachte, es wäre mein Rouge, aber nein, es ist eine Mascara, zu der ich leider sagen muss, auch wenn ich alle anderen Ellie's Face Produkte sehr gerne mag. Im Moment verwende ich ja auch hauptsächlich die Ellie's Face Foundation. Ich kann euch mal ein Make-up verlinken, wenn ihr wollt, hinterm i und natürlich auch unten in der Infobox, wo ich die Foundation verwende, die ich sehr, sehr gut finde, die auch den Farbton für mich passend hat, obwohl ich so weiß bin wie die Wand hinter mir. Zur Mascara muss ich leider sagen, ist nicht so meins. Ich mag das Bürstchen nicht so gerne. Das ist so sehr haarig, auch wenn es ein feines Bürstchen ist, gefällt mir das irgendwie nicht so gut. Und auch die Textur der Mascara ist so ein bisschen, ich mag es lieber, wenn es etwas flüssiger ist und die ist eher fest. Sorry. Wie immer gibt es hier unten das kleine Bildchen, mit dem ihr meinen Kanal ganz einfach abonnieren könnt, falls ihr es noch nicht getan habt. Oben verlinke ich euch mein letztes Aufgebraucht-Video, wenn ihr noch mehr Tipps haben wollt. Und ansonsten sehen wir uns am Freitag wieder. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis bald und habt eine wunderschöne Woche. Tschüss.